Wir mal die. Und ich glaube, 5 Stück musste ich wählen. Okay, dieser Sound ist ziemlich nervig. Ziemlich. das ändert nichts daran. Schön. Ich mute so lange einfach mal den Sound. Oh Mann, ey. Ah, okay. I know. I see. Was? Nein. Okay. Okay. Tja. Nein. Tja. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist das. Ja. Ich glaube. Ach ja, wieso nicht? Aber. Nee, machen wir nicht. Ja, Seitenstraßen-Jack nennt man mich nur in dieser Stadt. In jeder Stadt trage ich einen anderen Namen. Man will ja ein Kamito bleiben. Also. Meinen wirklichen Namen willst du wissen? Vielleicht sage ich ihn dir, wenn du mal stärker bist. Merci. So. Nö. Ah, okay. Wie gesagt, also ich war nie so der richtige Fan von dem Kartenspiel. Ich werde das jetzt nicht so ausreizen. Mal gucken. Die Treppe ist, glaube ich, noch nicht repariert. Nee. Und die Katze war, meine ich, auf dem Dach. Erstes, das kommt sowieso noch vorbei. Vermutlich.
Also, soweit ich weiß. Mist. Ich wusste natürlich, dass ich noch irgendwas übersehen habe. So, und gleich müsste ich dann auch speichern können. Bei Mogri. Blitzen wir mal durch. Was war das denn? So, dann geht's jetzt gleich weiter. Ja, von wegen Untertanen. Was guckst du so blöd? Entschuldigung, Kupo. Der Kleine da ist Mogri und heißt Kupo. Kupo. Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Kupo. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal auf die Memory Card speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns, Mogris. Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, dann kannst du dich schlafen legen und dein HP und MP regenerieren. Alles klar. Ja, ich möchte erstmal speichern. Ah. Kupo, bist du's, Stillskin? Diese Aufmachung, du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo. Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht, ich schreib ja auch mal. Das ist nett, Kupo. Also, halt den Bommel steif. Sag Moschu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Ja, auf eine Reise. Ich dachte, ich hab's jetzt, glaube ich, zum ersten Mal bemerkt, dass er, der Stillskin, tatsächlich wie eine Katze aussieht, sondern hinten Gepäck dabei hat. Was eigentlich sinnvoll ist, aber... Naja. War das ein Freund von dir? Genau, Kupo. Immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du, du kommst noch bald? Ja. Bla 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 bla. Also Mognet ist klar. Briefe von Mogri zu Mogri. Übergib diesen Brief an Monty. Gerne. Ein Brief von Kupo an Monty in Verwahrung. So. Dazu gerne einen Brief, das ist ungefähr der Standardsatz. Okay. Ja. Wir speichern jetzt auf dem der zweiten. So, ich bin mir nicht mehr sicher mit der Katze. Ich glaube, die war oben.
Und wenn man erst oben ist, kann man auch nicht mehr runter. Also meine kleine Mittelkatze ist braun. Ja, okay. Na. Und wenn nicht, dann werde ich es, glaube ich, überleben. Was treibst du da? Komm endlich. Ja, du hast etwa Höhenangst? Keine Angst. Stell dir einfach vor, das hier wäre gar nicht so hoch. Ja. Wirklich die beste Beschreibung überhaupt. Hey, zum Verschnaufen haben wir keine Zeit. Verschneifen. Ich hoffe, die Katze ist hier. Der Vivi stellt sich, der mysteriöse Zauberer stellt sich natürlich ein wenig an. Auch wenn zu Recht, wie man gerade gesehen hat, aber wenn er schnell rübergehen würde, wird es auch klappen eigentlich. Ach übrigens. Ich hab dich ja noch gar nicht gefragt, wie der heißt. Ja, jetzt endlich Ablösung. Lass es natürlich auch bei Vivi. Sei mal konsequent. Früher habe ich gerne Namen von Freunden und von meinem Bruder, von meiner Cousine oder Cousins genommen. Aber ich glaube, damit es jetzt quasi so authentisch wie möglich ist, nehmen wir einfach die Originalnamen. Hier gibt es auch keine Miezekatze. Aber ein bisschen Gel. Können wir mal gebrauchen. Auch wenn so das. Also Gold oder Gel eigentlich das geringste Problem in Final Fantasy ist. Nun? Ja, ich glaube, die Katze war doch unten. Ich weiß es echt nicht mehr wo. Naja. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's! Königin Brane und Garnet. Thank you.
Wunderschöne Melodie übrigens. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen, als ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird. Fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lea, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten, ob ihre königliche Majestät Königin Grane oder Prinzessin Garnet in der Ehrenloge, ob die verehrten adligen Herrschaften oder unsere Zuschauer auf den Dächern. Bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Deinen Vater und deine und nun wird der, oh mein Gott, oh vom Schicksal betrogener Markus, woraus kannst du noch Kraft für dein weiteres Leben schöpfen? Gegen das Unrecht für unseren Freund, lasst uns die Scharfrichter König Leas sein. So geschehe es. Ziemlich schnell. Wir sind gekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat angebracht, auch mich durch das Blutgüsse des Nachrache. Hinfort mit euch. Wer sich mir in den Weg stellt, der sollte nicht auf Gnade hoffen. Erhebt ihr euer Schwert gegen mich, so besiegt Schicksal. Der Zorn unseres Freundes wird dein Fegefeuer sein. Ich spüre den Schmerz unseres Freundes vertausendfacht. Herrliche Musik. Das sind sowieso die geilsten Sachen. Die Zauber, die nichts bewirken. Ah, warte. Verdammt. Stopp, 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 stopp. Nein! Ach nee, klauen geht ja auch gar nicht. Ich hab nichts gesagt. So. Dürfte sich nur noch um Stimmen handeln. Aber es ist natürlich auch ein sehr epischer Kampf. Glaube nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen. Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Sidan, und denke doch erst einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut? Und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Du.